Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer vierten Ausgabe von 100 Fragen Digitalpolitik. Es ist nicht mehr lange hin, am 26. September ist Bundestagswahl. Wir befinden uns zwar gerade mitten in der parlamentarischen Sommerpause, aber auch mitten im Wahlkampf. Die umfangreichen Wahlprogramme der Parteien, mitunter das der FDP, das den coolen Titel Nie gab es mehr zu tun trägt, liegen vor. Und ein wichtiges Thema, mit dem sich alle Parteien gleichermaßen befassen, ist die Digitalisierung. Wir, das iRights Lab, wollen deshalb mit Kandidierenden für den Bundestag über Digitalpolitik sprechen. Und wir haben das bereits getan mit Anna Christmann von Bündnis 90 Die Grünen, mit Jens Zimmermann von der SPD und zuletzt mit unserer Staatsministerin für Digitalisierung, mit Dorothee Beer. Und unser heutiger Gast ist Jens Teutrine. Herzlich willkommen. Sie sind seit 2020 Vorsitzender der Jungen Liberalen. Sie treten zur Bundestagswahl im Wahlkreis Herford-Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen an und wurden auf der Landesliste der FDP NRW auf Platz 18 gewählt. Ja, hallo zusammen. Stellen Sie sich doch unseren Zuschauerinnen in ein paar Sätzen kurz und knapp vor und erzählen uns, warum Sie hier sind und an diesem verrückten Format mitmachen. Genau, mein Name ist Jens Teutrine, ich bin der Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Das wurde gerade schon erzählt, dass ich im letzten Jahr gewählt wurde. Ich kandidiere dieses Jahr erstmalig für den Deutschen Bundestag, einmal als Wahlkreiskandidat in meiner Heimat in Ostwestfalen-Lippe und als Spitzenkandidat der Jungen Liberalen NRW. Listenplatz 18 für alle, die so ein bisschen mehr in so Politik-Freaks sind. Das ist dann so ungefähr 10-11% FDP. Dann könnte das einziehen und studiere Philosophie und befinde mich gerade in meiner WG aktuell. Ja, vielen Dank. Neben mir moderiert heute meine Kollegin aus der Kommunikation, Anni Runge. Und für all jene, die noch nicht Bescheid wissen, was 100 Fragen Digitalpolitik ist, hat Anni jetzt noch ein paar Informationen zu unserem Format. Vielen Dank, Vera, und herzlich willkommen auch von mir, Herr Trittine, an diesem sommerlichen Abend. Und wie Vera eben schon erwähnt hat, bevor wir mit den 100 Fragen starten und damit Sie ein bisschen zu löchern, habe ich noch ein paar Informationen zu unserem Format 100 Fragen Digitalpolitik. Wir möchten von Deutschlands Digitalpolitikerinnen und Digitalpolitikern wissen, was sie zu Themen wie beispielsweise Algorithmen und KI, Mobilität, Innovation, Datenschutz, Kommunikation oder auch Bildung sagen. Wichtige Themenfelder wie digitale Infrastruktur, digitale Bildung oder digitale Transformation wollen wir dabei besonders in den Fokus rücken. Positionen, Standpunkte und Vorhaben wollen wir erfragen. Es geht uns aber natürlich auch um ein paar persönliche Informationen, um unsere Politikerinnen und Politiker ein bisschen näher kennenzulernen. Das Ganze möchten wir ganz kurz, prägnant und pointiert tun. Wir haben schon gesagt, wir stellen 100 Fragen und möchten 100 klare Antworten. Das Ganze teilen wir dann auf in 50 Ja-Nein-Fragen und 50 Fragen, die in einem Satz mit maximal einem Komma beantwortet werden müssen. Das Ganze haben wir nochmal gesplittet in Themenbereiche und 4 Cluster à 25 Fragen. Wir beide als Moderatorinnen, Vera und ich, wechseln uns dabei ab. Ganz zuletzt, wenn Sie dann die 100 Fragen ganz erfolgreich gemeistert haben, gibt es noch Fragen aus dem Netz. Diese dürfen dann natürlich auch etwas ausführlicher beantwortet werden als mit einem Satz und einem Komma. Damit gebe ich ab an Vera, die den ersten Bereich der Fragen übernimmt. Genau, es geht los. Wir haben einen bunten Mix an Fragen für Sie vorbereitet, Herr Teutrine. Starten mit der Rubrik Ja, Nein und dem Themenbereich Persönlichkeit und Eigenschaften. Brennt Ihnen schon unter die Nägel. Fahren Sie lieber mit dem Auto als mit der Bahn? Mit der Bahn. Haben Sie mehr als ein Streaming-Abo? Ja. Haben Sie ein oder mehrere Podcasts abonniert? Ja. Haben Sie ein Lieblingsgame, das Sie regelmäßig spielen? Ja. Würden Sie uns auch den Namen verraten, auch wenn es keine Ja-Nein-Antwort ist? FIFA. Ist Ihr Social-Media-Konsum während Corona angestiegen? Ja. Wie bei uns allen vermutlich. Haben Sie während des Lockdowns Ihre Fremdsprachenkenntnisse aufgefrischt oder Nein. vielleicht sogar eine neue Fremdsprache erlernt? Nein, beides okay. nicht. Das ging schnell.
Waren Sie denn schon vor Ihrer Jugend als Kind politisch? Ja, ich bin mit 16 eingetreten in der FDP, aber war auch schon vorher politisch. Habe ich mir fast gedacht. Sehen Sie den nächsten 4 Jahren mit Anspannung entgegen? Nein, mit Freude und Optimismus. Haben Sie denn bereits das komplette Wahlprogramm Ihrer Partei für die Bundestagswahl gelesen? Ja, ich habe es beschlossen und mitgeschrieben. Cool. Ja, wir wissen ja, dass es nie mehr zu tun gab als jetzt. Wir kommen zum Themenbereich Einstellungen. Anni übernimmt. Genau, das Ganze kurz und knackig mit Ja oder Nein. Ist Influencerin für Sie ein richtiger Beruf? Ja. Sollten wir digital heiraten können? Ja. Kann die Corona-Warn-App bei der Pandemiebekämpfung helfen? Könnte, ja. 3 Jahre DSGVO, Datenschutzgrundverordnung in Deutschland seit Mai. Ist sie ein Erfolg? Nein, eher nein. Nein. Okay, und die letzte Frage in diesem Bereich. Sind Sie fasziniert von TikTok? Nein. Okay, weiter geht's mit Vera und der allgemeinen Digitalpolitik. Genau, hier gibt es jetzt 11 Ja-Nein-Fragen. Was denken Sie, sind die Bürgerinnen in Deutschland mit der aktuellen Digitalpolitik zufrieden? Nein. Zahlreiche Strategien, Digitalstrategie, KI-Strategie, Datenstrategie, fehlende Umsetzung. Stimmen Sie zu? Auf jeden Fall. Ist der neue Medienstaatsvertrag, der beispielsweise die Kennzeichnungspflicht für Bots beinhaltet, ausreichend konkret? Nein. Ganz ehrlich, nutzen Sie digitale Dienste, denen Sie eigentlich nicht wirklich vertrauen? Ja. Stehen sich die Digitalisierung, der Datenschutz und das Urheberrecht im Weg? Nein, eigentlich nicht, wenn man es richtig macht. Sie studieren ja oder studierten Philosophie und Sozialwissenschaften. Könnten Sie sich denn vorstellen, in einem zweiten Leben Informatiker oder Programmierer zu werden? Ja, ich hatte sogar Wirtschaftsinformatik in der Schule. Auf Landesebene haben wir ja bereits eines. Wünschen Sie sich auch ein Digitalministerium auf Bundesebene? Ja, ist eine unserer Forderungen. Müssen wir für eine digitale und souveräne Zukunft Europas mehr Kompetenzen an Brüssel abgeben? Nein. Nutzen Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung? Manchmal, ja. Wird künstliche Intelligenz in absehbarer Zeit bei der Rechtsprechung eingesetzt werden? Nein. Kürzlich im Juni hat der Bundestag die beiden Staatstrojaner-Gesetze angenommen. Damit erhalten der Verfassungsschutz und auch die Bundespolizei neue Befugnisse. Ist das richtig so gewesen? Nein, ist vollkommen falsch. Wir kommen jetzt zur Rubrik Allgemeine Fragen, die Sie in einem Satz und einem Komma beantworten dürfen. Anni übernimmt mit dem Themenbereich Persönlichkeit und Eigenschaften. Ich will nur betonen, dass ich sehr vorbildlich bis jetzt war mit den Ja- und Nein-Antworten. Wunderbar, wir sind total zufrieden. Ey. Wir sind wahrscheinlich in 10 Minuten durch. Sehr gut. Weiter geht's. Welche ist Ihre stärkste Eigenschaft? Dickköpfigkeit und Bodenständigkeit. Sie studieren gerade unter anderem Philosophie. Was war Ihr Traumberuf als Kind? Pilot. Wie viele Stunden beträgt Ihre tägliche Bildschirmzeit? Mir ist gerade eingefallen, ich darf ja sogar mit einem Satz und einem Komma antworten. Zwischen 6 und 8 Stunden. Wer ist Ihre Lieblingsinfluencerin aus der Digitalszene? Muss das politisch sein? Nein. Dann mag ich sehr gerne Dennis Schröder. Das ist ein Basketballer, ein Deutscher in der NBA. Der hat einen super YouTube-Kanal. Und Dave, der heißt David Henrichs. Der macht ganz lustige Experimente mit sich selbst. Also okay. Ist jetzt zum Beispiel 500 Kilometer nach Paris mit dem Fahrrad gefahren. Fand ich ganz lustig. Wenn man eine Serie über sie machen würde, wie würde sie heißen? One and a half man. Die letzte Frage aus diesem Bereich. Was ist Ihr digitales Guilty Pleasure? Tinder. Weiter geht's mit Vera und den Einstellungen.
Ja, mir erzählt, dass Sie mittlerweile in der WG leben, davor vermutlich zu Hause noch. Gab es bei Ihnen denn da Smartphone-Regeln? Ist das noch, ist das ja und nein oder sind wir bei Einsatz Komma? Ein Satz, ein Komma. Nein. Trotzdem eine schöne kurze Antwort. Nach 15 Jahren, was kommt denn nach der Ära Merkel? Ach, wir waren bei Einsatz Komma. Ja, jetzt bin ich ganz verwirrt. Nach der das entscheiden die Bürgerinnen. Auf jeden Fall eine neue Ära. Welche Politikerin macht sich denn in ihren Augen auf Instagram am besten? Bitte keine Eigennennung. Ja, die einfache Antwort wäre jetzt Christian Lindner. Und die bessere Antwort ist Aminata Touré von den Grünen. Die finde ich, die macht das ganz gut. Das stimmt, die macht das sehr gut. In wie vielen privaten Messenger-Gruppen sind Sie? Weiß nicht, über 50. Ist der Tesla-Chef und Unternehmer Elon Musk ein echter Visionär oder doch einfach nur zu reich und größenwahnsinnig? Ich glaube, Visionär und Größenwahn, das fällt häufig zusammen. Also ein größenwahnsinniger Visionär vielleicht. Aber mutig, mutig. Also ich sehe es als positiv an. Gut, wir kommen zur allgemeinen Digitalpolitik. Anni. Was war der größte Fehler der Bundesregierung im Bereich der Digitalpolitik in den letzten 4 Jahren? In den letzten 10 Jahren sogar Stillstand, Stillstand, Stillstand. Okay. Wie können Sie denn persönlich dazu beitragen, die Digitalisierung voranzubringen? Ich glaube, als Vorsitzender einer Jugendorganisation, indem man Verantwortlichen immer wieder auf die Füße tritt und sie treibt, dass sie Digitalisierung auch vorantreiben. Wie würden Sie einer Grundschulklasse den komplexen Begriff Digitalpolitik kurz und knackig und verständlich erklären? Wir entscheiden gemeinsam, wie wir im Internet zusammenleben wollen. Was verstehen Sie unter der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger in einer datengetriebenen, modernen Gesellschaft? Die Selbstbestimmung über mein digitales Leben. Was können wir uns an anderen Ländern in puncto Digitalpolitik im Besonderen abschauen? Ganz, ganz viel. Mir fallen nur Länder ein, die es quasi besser machen. Wir müssen quasi nur nach Estland gucken. Digitales Bürgerportal, kein Stillstand, mehr Mut. Mehr Mut ist, glaube ich, das, was wir uns abgucken können. Und was muss bei der künftigen Digitalpolitik nach Beginn der nächsten Legislaturperiode unbedingt angegangen werden? Bürgerrechte müssen im Netz jetzt endlich mal geschützt werden und auf der anderen Seite brauchen wir mehr Tempo in der Digitalisierung. Okay. Im Jahr 2017 trug die Digitalkampagne der FDP den Titel Digitalisierung first, Bedenken second. Wenn Sie einen Wahlslogan zur Digitalpolitik hätten, wie würde der lauten? Digital first, Bedenken second. Traurig, dass wir das nach 4 Jahren wieder plakatieren können. Haben Sie in diesem Jahr einen digitalen Parteitag erlebt? Und wenn ja, was hat Ihnen daran gefehlt? Ja, ich habe mehrere erlebt. Auch unsere Bundeskongresse der Jungliberalen waren digital und mir haben die Partys gefehlt. Wer wird im nächsten Oder Bundeskabinett man nennt es dann Get Digitalminister? Together. Formell nennt man es dann wahrscheinlich. Es war die Get Together, das Zusammenkommen zwischen den Menschen. Also die Partys am Abend. Okay, wir halten fest, Get Together. Super. Und wer wird im nächsten Bundeskabinett Digitalministerin? Thomas Sattelberger, Geheimtipp mal angucken. Okay, danke. Und die letzte Frage in diesem Bereich. Wie kann uns die digitale Transformation von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft zum Nutzen aller Menschen gelingen? Indem wir alle Menschen mitnehmen und immer mitdenken. So, weiter geht's mit Vera und digitale Bildung. Bildung ist Ihnen ja ein großes Anliegen, Herr Teutrine. Deshalb bin ich besonders gespannt auf die folgenden Antworten. Wie können wir es denn schaffen, mehr junge Frauen für ein MINT-Studium, also ein Studium aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik zu begeistern? Am besten machen wir das, indem wir verkrustete Rollenbilder aufbrechen. Und das können wir beispielsweise machen, wenn wir die MINT-Bildung in der Schule stärken, damit man vielleicht auch schon in der Kita in Berührung kommt.
Eine Baustelle, die in den letzten Monaten leider offensichtlich wurde. Was können wir denn dazu beitragen, dass Bildungseinrichtungen besser mit Hard- und Software ausgestattet werden? Wir könnten den Digitalpakt der Bundesregierung neu auflegen, nämlich mit viel mehr Bürokratie. Und wir könnten einen Digitalpakt 2.0 auf den Weg bringen, damit beispielsweise auch die Lehrerfortbildung gefördert wird, finanziert wird. Werden die Schülerinnen denn durch die Digitalisierung besser gefördert oder zur Faulheit verleitet? Wir hätten die Möglichkeit, mit der Digitalisierung unsere Schülerinnen und Schüler besser und individueller zu fördern. Die nutzen wir nicht. Ich glaube aber auf keinen Fall, dass Digitalisierung zur Faulheit beiträgt, sondern zu mehr Freude am Lernen. Durch Gamification, durch individuelle Lernmöglichkeiten. Ich glaube, es trägt auf keinen Fall zur Faulheit bei, ganz im Gegenteil. Was ist denn Ihre Wunschvorstellung einer guten digitalen Bildung? Dass nicht nur Tafelbilder an Whiteboards gemalt werden und es jetzt Arbeitsblätter als PDF gibt, sondern dass wir wirklich die digitalen Tools nehmen, das Stichwort ist Individualisierung, dass mir mein Tool sagen kann, Jens, die Vokabellektion solltest du nochmal wiederholen und dann lernen wir die gemeinsam. Ein Lehrer sagt, du hast eine 5 in Französisch und wir machen im Stoff weiter. Also das Stichwort ist Individualisierung durch Digitalisierung. Erklären Sie bitte kurz und knapp in einem Satz mit einem Komma, was für Sie Digitalkompetenz bedeutet. Den selbstbestimmten Umgang in der digitalen Welt. Wie hat sich denn Ihr persönliches Bild von Lehrerinnen in unserer Gesellschaft durch die Pandemie gewandelt? Die waren ja in den letzten Monaten stark herausgefordert. Ganz, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, auch gerade junge, die Freude haben, digitale Tools auszuprobieren, innovativ sind und die Möglichkeit haben. Und gleichzeitig viele Lehrer, die eine große soziale Verantwortung auch haben mit ihrem Beruf. Halbzeit, 50 Fragen sind geschafft. Wir wechseln jetzt wieder zur Rubrik Ja-Nein-Fragen und bleiben im Themenbereich digitale Bildung. Genau, wir bleiben bei digitaler Bildung und diesmal noch ein bisschen kürzer und knackiger mit Ja oder Nein zu beantworten. Haben Sie den Online-Kurs Elements of AI, der einer breiten Masse die Grundlagen der künstlichen Intelligenz vermitteln soll, absolviert? Nein. Haben die deutschen Schulen eine ausreichende digitale Infrastruktur? Nein. Fallen durch die Digitalisierung bestimmte Studiengänge und Berufsgruppen weg? Ja. Gibt es in Zukunft nur noch digitale Schulbücher? Definieren Sie Zukunft? Nein. Okay. Kann Homeschooling zu einem Standardmodell in Deutschland werden? Ich glaube nicht. Nein. Datenschutz versus Funktionalität. Sollten an Deutschlands Schulen datenschutzrechtlich bedenkliche Lernplattformen verwendet werden dürfen, wenn gerade keine adäquate Alternative zur Verfügung steht? Mein Herz sagt ja, mein Verstand sagt nein. Gehen wir jetzt weiter zum nächsten Themenblock, digitale Infrastruktur. Sind Datentransfers in Drittstaaten, also Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, ausreichend in der Umsetzungsstrategie der Bundesregierung geregelt? Nein. Shared Mobility-Angebote sind ja vor allem in Großstädten stark im Trend. Haben Sie sich schon mal einen elektrischen Roller ausgeliehen? Ja. Wann gibt es spätestens öffentliches, für jeden zugängliches WLAN? Ich weiß, das ist keine Ja-Nein-Frage. Bitte mit einer Zahl beantworten. Wenn die FDP an die Bundesregierung kommt, in 4 Jahren spätestens. Wird der ländliche Raum durch die Digitalisierung abgehängt? Nein. Wenn wir ihn mitnehmen, nicht. Wir schließen ihn ja an. Wir können ihn ja sogar durch Digitalisierung anschließen. Entschuldigung. Ich höre die Antwort gern. Haben Sie von der Dialoginitiative Deutschland spricht über 5G des Verkehrsministeriums mitbekommen? Nein. Wir kommen zum Themenbereich. Jetzt ist die Frage, ist das schlecht für das Verkehrsministerium oder ist das schlecht für mich, wenn ich das nicht mitbekommen habe?
Ja, ich weiß nicht, ob Sie die Zielgruppe sind, weil es geht vor allem darum, Antworten zu Fragen zum Thema Mobilfunk zu geben und Bedenken aus dem Weg zu räumen. Und Sie stehen 5G sicherlich positiv gegenüber. Ja, dann bin ich nicht die Zielgruppe. Das stimmt. Top. Aber generell spricht das, glaube ich, nicht für die Initiative. Das wäre jetzt auch meine These. Anni. Industrie 4.0. Ist Deutschland wettbewerbsfähig? Ja. Wird die Wirtschaft in Zukunft hauptsächlich digital stattfinden? Ja. Nutzen Sie im Privaten Dienstleistungsvermittlungsplattformen oder Internetplattformen für Liefer- und Abholdienste? Ja. Die digitale Arbeitswelt hat durch Corona einen Schub widerfahren. Gehen Sie davon aus, dass auch zukünftig bis zu 30% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten werden? Zukünftig, ja. Agilität trifft auf deutsche Bürokratie. Sollten sich Bundesbehörden ein Beispiel an der agilen Arbeitsweise in der freien Wirtschaft nehmen? Auf jeden Fall, ja. Der nächste Themenblock ist Umwelt und Klima. Vera. Genau, hier drei Fragen. Stichwort Internet der Dinge, Internet, IoT. Sind die ganzen neuen smarten Geräte und ihre Vernetzung untereinander überhaupt nachhaltig und klimafreundlich? Ja. Könnte ein Recht auf Reparatur für Elektro- und IT-Geräte dabei helfen, den Elektroschrott zu reduzieren? Gibt's doch eigentlich schon. Kann dabei helfen. Haben die Strahlungen der technischen Geräte einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit und Umwelt? Es gibt ja hier doch auch Bedenken und Sorgen aus der Gesellschaft. Nein. Wir kommen jetzt zu den letzten Ja-Nein-Fragen aus dem Themenbereich Gesellschaft. Genau, 6 Fragen haben Sie aus diesem Themenbereich noch vor sich. Sollte das Netz weiter reguliert werden, um einer weiteren Fragmentierung zu begegnen? Nein. Wurden Sie persönlich schon mal Opfer eines Hackerangriffs? Nein. Sind Bedenken gegen das Mobilfunknetz 5G berechtigt? Nein. Wird die Bundestagswahl 2025 digital stattfinden? Auch ja. Brauchen wir wieder Stellvertreterinnen und Stellvertreter einer Partei im Bundestag, deren Identitätskern die Netzpolitik ist? Am besten Parteivorsitzende gleich. Ja. Und die letzte Frage aus diesem Themenblock. Hat sich der Digital Divide durch die Corona-Pandemie verschärft? Was hat sich verschärft? Digital Divide. Keine Ahnung. Gut, lassen wir so stehen und ich gebe ab an Vera mit der digitalen Infrastruktur. Jetzt kommen die letzten 23 Fragen, die Sie wieder in einem Satz mit einem Komma beantworten dürfen. Wir starten mit der digitalen Infrastruktur. Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Wie bewegen wir uns in 10 Jahren von A nach B? Immer noch mit individueller Verkehrsmöglichkeiten, die dann aber hauptsächlich klimaneutral sind und durch smarter Intelligenz vielleicht dann auch mehr Sharing und cleverere Verkehrsführung durch die Städte geführt werden. Da war nicht mal ein Komma drin, glaube ich. Die FDP steht ja für Fortschritt und Innovation. Wie werden wir zum Vorreiter für neue Mobilitätslösungen? Sie haben da sicherlich eine Idee. Mehr Innovationsfreude statt Verbote, mehr Marktwirtschaft. Wie steht es denn um den Breitbandausbau in Ihrem Wohnort in Nordrhein-Westfalen? Also ich wohne in der Innenstadt da gut, aber in den Außenbezirken sogar eher schlecht. Gibt es da noch was zu tun? Hat Deutschland denn eine adäquat gute digitale Infrastruktur und wenn nein, wo hapert es? An vielen Stellen.
Was wollen Sie denn dafür tun, dass die Nutzung von Open Data vorangetrieben wird? Oder was würden Sie tun, wenn Sie... Ich war schon wieder im Ja- und Nein-Modus, habe ich gerade bemerkt. Damit wir Open Data vorantreiben können, ist es, glaube ich, wichtig, in allen Prozessen Open Data überhaupt mal mitzudenken. Wie gut digitalisiert ist die deutsche öffentliche Verwaltung? Sind wir ausreichend modern? Auf keinen Fall. Wir haben in der Pandemie Infektionsketten mit Faxgeräten verfolgt. Das sagt eigentlich alles über den Zustand aus. Wie schaffen wir es denn, dass Ballungszentren und ländliche Regionen gleichermaßen von der Digitalisierung profitieren können? Ich glaube sogar, These, die ländlichen Räume profitieren besonders von der Digitalisierung und werden wieder besonders attraktiv, dort auch zu wohnen, wenn es dort halt wirklich auch einen Glasfaseranschluss gibt, einen guten Mobilfunk und so weiter und so fort. Also wir müssen den ländlichen Raum auf jeden Fall immer mit digitalisieren und nicht nur dort, wo es ökonomisch vielleicht am günstigsten ist. Wir wechseln zum Themenbereich Wirtschaft. Genau, hier haben wir jetzt 7 Fragen. Die erste ist, was fällt Ihnen zum Stichwort Netzneutralität als erstes ein? Das ist der Gleichheitsgrundsatz im Internet und sollte eigentlich ein Bürgerrecht sein. Wir haben eben schon ein bisschen über den Unterschied zwischen Land und Stadt geredet. Welche Vorteile hat das städtische Start-up gegenüber dem ländlichen Kleinunternehmer in puncto Digitalisierung? Der Vorteil ist, als wenn ich ein digitales Startup habe in der Innenstadt, dass ich die Chance größer ist, dass ich eine gute Internetanbindung allein schon habe. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Stichwort Arbeitsrecht 4.0. Müssen Betreiber digitaler Plattformen stärker in die Pflicht genommen werden, um Crowdworker besser zu schützen? Und wenn ja, wie soll das aussehen? Stärker in die Pflicht genommen werden, die müssen selbstverständlich das Arbeitsrecht auch einhalten, egal was ich für Arbeitsmodelle habe, und das muss konsequent durchgesetzt werden. Kommen wir nochmal auf KMUs zu sprechen. Inwiefern sehen Sie kleine und mittelständische Unternehmen aufgrund globaler Digitalkonzerne in Gefahr? Die Gefahr ist natürlich, dass es eine Marktkonzentration gibt und Monopolbildungen und dann mittelständische Unternehmen keine Wettbewerbschancen mehr haben. Das ist natürlich eine Gefahr, die dort besteht. Und dadurch, dass große Konzerne vielleicht auch Steuerschlupflöcher besser nutzen können, ist ein weiterer Wettbewerbsnachteil. Das gehört beides verhindert. Welche Bereiche der Wirtschaft profitieren am meisten von der Digitalisierung und wo besteht eventuell Nachholbedarf? Zwei Bereiche profitieren am meisten. Das sind alle Bereiche, die mit Daten zu tun haben, also datenbasierte Leistungen. Und ich glaube auch, dass gerade die auch profitieren, die nichts mit der Digitalisierung primär zu tun hat. Also menschliche Dienstleistungen durch eine verstärkte digitalisierte Gesellschaft werden stärker nachgefragt. Sozialer Kontakt ist trotzdem ein Bedürfnis. Ich glaube, wir sind uns alle sicher, Deutschland hat viele junge und kluge Köpfe. Wie fördern wir denn innovative Ideen im Bereich der Digitalisierung und bestärken den Nachwuchs, für deutsche Unternehmen und Startups zu arbeiten? Ja, also einmal müssen Startups attraktiv sein und zukunftsfähig. Dafür braucht es Kapital. Und wir brauchen eine Gründerkultur, die Scheitern nicht als eine Schande erlebt, sondern als einen Fortschritt für die Gesellschaft. Die letzte Frage in diesem Block. Streitthema Steuergerechtigkeit. Wie schaffen wir es, gemeinsam mit anderen EU-Mitgliedstaaten Digitalkonzerne zu besteuern? Erstmal müssen Rechtsbrüche konsequent verfolgt werden, wie es die Kommissarin Vestager von den Liberalen macht. Dann braucht es eine Blacklist mit Steueroasen, internationale Abkommen der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, ein Doppelbesteuerungsabkommen als EU-Standard. Das wären einige Möglichkeiten. Weiter geht's mit Umwelt. 3 Fragen und die hat Vera. Welche Potenziale birgt die Digitalisierung für den Klimaschutz?
große Potenziale durch Automatisierung CO2 einzusparen. Ob jetzt in der Fertigungsproduktion, da sind durch automatische Prozesse kann man damit viel weniger Ressourcen produzieren oder auch bei der Gebäudedämmung beispielsweise, dass Heizungen sich automatisch ausschalten können oder ähnliches. Also großes Potenzial für den Klimaschutz. Digitalisierung featuring Klimaschutz. Wie kann die Digitalisierung klimafreundlich gestaltet werden? Ich habe gerade zwei Beispiele genannt, wo man sie auch nutzen kann. Ich habe gerade auch eine Studie im Kopf, die gesagt hat, dass wir die Hälfte unserer CO2-Ziele bis 2030 nur durch die Digitalisierung theoretisch einhalten können, mit allen Funktionalitäten, die wir bereits haben, wenn wir sie anwenden würden. Ich glaube, die ist von Bitkom gewesen, die Studie. Genau. Ja, die zielte so ein bisschen auch darauf ab, dass natürlich die Digitalisierung auch Ressourcen frisst, Stichwort Rechenzentren etc. Wie definieren Sie den inflationär gebrauchten Begriff Nachhaltigkeit im Kontext von Digitalisierung? Er wird ja mittlerweile doch sehr häufig verwendet. Ich verwende den, glaube ich, nicht. Ich vermeide ihn. Jetzt kommen wir zu den letzten 6 Fragen. Wir haben es gleich geschafft aus dem Themenbereich Gesellschaft. Die erste von diesen letzten 6 Fragen ist, welche Bilanz ziehen Sie aus dem Umgang der Politik mit der Corona-Pandemie im Hinblick auf die Digitalpolitik? Digitaler Totalausfall in den Schulen, Infektionsketten per Faxgeräten nachverfolgt, eine Corona-App, die viel zu spät kam, dann die Weiterentwicklungen nicht rechtzeitig kommen und alle die Luca-App auf einmal nutzen, desaströs. Wir haben bereits viel über Digitalisierung gesprochen, aber haben wir in Deutschland denn bereits eine digitale Gesellschaft und was macht eine solche für Sie aus? Eine digitale Gesellschaft würde man als Informationsgesellschaft sozialwissenschaftlich bezeichnen. Und das wäre die Durchdringung aller Lebensbereiche mit der Digitalisierung und das glaube ich noch nicht. Also nein. Und daran anschließend, wie möchten Sie dafür sorgen, alle Bevölkerungs- und Altersgruppen digital aktiv zu machen? Lebenslanges Lernen wäre ein Stichwort, wo wir dann alle Altersgruppen mitnehmen können. Das war auch immer ein Punkt bei Digital First, Bedenken Second, dass viele dachten, sie wären überrumpelt von der Digitalisierung. Aber eigentlich geht es ja da auch die Möglichkeiten zu nutzen, gerade diejenigen auch mitzunehmen. Also lebenslanges Lernen. Volkshochschulkurse, digitale Angebote schaffen und so weiter und so fort. Uniseminare öffnen, studieren ab 60. Okay, ich habe Sie unterbrochen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Aber wer sind denn die Gewinnerinnen und Verliererinnen der Digitalisierung für Sie? Die Gewinner der Digitalisierung sind alle die mit der Digitalisierung klarkommen und sie nutzen können für sich. Und die Verlierer sind diejenigen, die sich davon übermannt fühlen und mit digitalen Tools und Neuerungen nicht klarkommen, sondern sich überfordert fühlen. Was können wir denn beispielsweise konkret gegen Hassrede im Netz unternehmen? Eine bessere Strafverfolgung von der Justiz, also mehr Personal beispielsweise auch bei der Justiz, damit man schneller Rückmeldungen bekommt. Also nicht mehr Gesetze, sondern mehr Justiz, bitte. Die letzte Frage, also Sie haben es gleich geschafft, Sie haben auch eben schon die Luca-App erwähnt. Welche Optimierungsbedarfe gibt es denn bei dieser Luca-App, also einer App zur Kontaktrückverfolgung unter anderem für Gastronomiebetriebe oder den Einzelhandel? Ja, Sicherheitsbedenken und Sicherheitslücken müssten vollständig ausgeräumt werden. Ich glaube, es ist das größte Problem, dass die auch bei den Servern beispielsweise nicht alle Sicherheitsstandards, die wir eigentlich einfordern müssten, einhalten. Und die müssten ausgebessert werden. Ja, vielen Dank für Ihre 100 starken Antworten auf unsere 100 Fragen, Herr Teutrine. Ich habe jetzt noch 2 Fragen, die stammen aber nicht von uns, sondern aus dem Netz und die würde ich Ihnen jetzt auch noch stellen. In dem Fall dürfen Sie auch ein bisschen länger antworten, aber es wäre trotzdem schön, wenn Sie sich kurz und knackig halten. Haben wir jetzt ja geübt die letzte halbe Stunde über. Wenn man sich im Moment die Debatten rund um den Bundestagswahlkampf ansieht, würden Sie sich mehr inhaltlichen Diskurs wünschen, anstatt immer nur über Personen zu sprechen? Also fehlt es dem Wahlkampf bisher an inhaltlicher Substanz?
Ja, also ich finde die Frage, die zielt ja auf Annalena Baerbock besonders auch ab. Ich finde die Frage der Glaubwürdigkeit durchaus berechtigt, auch wenn mir nicht jede Tonalität in der Debatte gefallen hat. Also die Frage, was für Charaktereigenschaften hat eine mögliche Bundeskanzlerin, ist berechtigt. Und dennoch würde ich mir wünschen, dass wir uns nicht nur mit Annalena Baerbock auseinandersetzen würden, sondern auch mehr über Inhalte reden. Aber ich bin zuversichtlich, dass das auch noch kommen wird. Momentan ist halt auch ein bisschen Sommerloch. Genau, sobald es wieder kühler wird. Und die zweite Frage aus dem Netz: Der Widerstand aus der Zivilgesellschaft gegen den Entwurf der Cybersicherheitsstrategie 2021 und die Forderung nach einer Verschiebung dessen Verabschiedung wächst. Ist das verständlich? Es wurde jetzt ja. Nochmal das Gesetz, bitte. Die Cybersicherheitsstrategie? Ja. Genau, wir hatten jetzt ja auch dieser offene Brief ging ja auch viral. Unterzeichnet wurde er von zahlreichen Organisationen, beispielsweise dem Chaos Computer Club, der Stiftung Neue Verantwortung, der Netzpolitik.org, Media. Ja. Genau, auch, mittlerweile auch einer Bundestagsabgeordneten. Da gibt es viele Bedenken, da wird viel kritisiert. Finden Sie das verständlich? Also sind Sie da? Ganz ehrlich, müsste ich mich tiefer mit beschäftigen, um da eine jetzt qualifizierte Antwort zu geben. Auch immer der Fragesteller kann mir gerne bei Twitter schreiben, dann antworte ich auch noch gerne privat und reiche das nach. Gerne. Ich muss gestehen, dass ich mich auch noch nicht durch den Entwurf gekämpft habe, weil er ist natürlich über 100 Seiten stark. Ja, wir haben es geschafft. 36 Minuten sind rum. Wir sind wunderbar in der Zeit. Und zum Schluss dürfen natürlich auch Sie als unser Gast, Herr Teutrina, noch ein paar Worte sagen und erzählen Sie uns doch, wie es Ihnen gefallen hat. Ja, also zur Aufklärung, ich bin nicht immer so wortkarg, sondern ich habe versucht, mich wirklich konsequent an das Format zu halten und habe die Wette eingegangen im Vorfeld, dass ich versuchen möchte, das kürzeste Interview zu führen. Und deswegen beende ich jetzt auch meinen Wortbeitrag, damit ich das noch gewinne. Und wenn es tiefergehende Fragen zu den Ja-Nein-Fragen oder zu anderen gibt, schreibt mir eine E-Mail, teutrina@judis.de, folgt mir bei Twitter oder Instagram, dann beantworte ich alles auch etwas länger als in Ja oder Nein oder mit einem Satz ohne Komma. Danke, dieses Angebot wird sicherlich angenommen werden. Zum Schluss noch möchte ich unseren nächsten Termin hier kurz präsentieren. Nächsten Freitag, den 16. Juli, werden wir uns unterhalten mit dem digitalpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, mit Tankred Schipanski. Und wir freuen uns wieder, wenn ihr alle mit dabei seid. Wir starten diesmal mittags um 12:45. Kann man ja vielleicht mit einem kleinen Lunch verbinden. Und wenn ihr keine Zeit habt, dann findet ihr die Aufzeichnung unserer Interviews alle auch im Nachgang auf YouTube, so auch das Interview mit Jens Teutrine. Und bleibt mir nur noch zu sagen, schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal bei 100 Fragen Digitalpolitik. Ciao, ciao.